Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Jetzt gerade hier, ganz spannend, deswegen habe ich jetzt auch gerade mal das Handy rausgeholt, um hier ganz kurz nochmal zu filmen, weil hier ist gerade viel los und mit dem Gimbal ist ein bisschen komisch und ein bisschen auffällig. Genau, ich stehe direkt an dem bekannten Ort, hier das dritte Fundament. Die ganzen Betonringe liegen schon da. Ja, und gerade haben sie die, den Kran runtergelegt. Und der wird dann bald umgesetzt zur zweiten Anlage, genau. Der Erdbau hat auch schon begonnen. Da hinten fahren massig LKWs und da sind riesen Erdhügel. Da geht es richtig heftig ab, keine Ahnung, was die da machen. Aber die baggern da wie sonst was. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal gleich hinfahren, nochmal gucken. Weil das ist der Wahnsinn, was da hinten abgeht. Und wie man sieht, hier der Kran, da die Arbeiter. Haben sie gerade runtergelegt, der stand eben noch im letzten Video und das ist nur ein paar Minuten her, 10 Minuten oder so. Und jetzt geht es hier richtig ab, hier passiert jetzt richtig viel. Ja, dann geht es gleich zum nächsten Turm mit dem Kran und dann geht es da weiter, wird der weiter errichtet. Genau hier, der Turm, komplett fertig, Betonturm 80 Meter oder so. Ja, und die E66 stehen jetzt alle still. Hier ist gerade der Baum, aber die stehen alle still. Da sieht man jetzt nicht viel. Aber ein krasser Überblick jetzt, was hier passiert ist, geschehen ist. Genau, hier sieht man es auch. Da geht's weiter. Ja, ein paar Anlagen stehen still. Aber das ist normal. Hier sieht ihr jetzt die E66. Wie gesagt, die stehen still. Genau, und jetzt geht es hier weiter und der Kran wird dann rüber transportiert zur nächsten Anlage. Genau. Ja, aber ich habe wirklich keine Ahnung, was hier hinten machen. Die baggern da wie sonst was, da ist schon ein Riesenkrater. Da werde ich auch gleich mal hinschauen, gucken, was da los ist. Da passiert richtig viel auf jeden Fall. Dann gibt es noch zwei Videos hier aus dem Windpark. Einmal aus der Mitte und einmal von hier noch. Also werde ich gleich da hinfahren. Und dann ab durch die Mitte später noch. Dann gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr Videos. Genau. So sieht's aus. Turm ist fertig. Kran liegt am Boden. Der wird umgesetzt. Geht dann weiter zur nächsten Anlage. Und dann kommt auch irgendwann der große Kran. Ah genau, was man hier noch sieht. Da hinten die N133. Da geht es auch weiter. Die Stahlkonstruktion ist schon fast halb fertig oder so. Da steht auf jeden Fall schon mal was und das ist schon mal viel wert. Genau, das wird aber nicht von Max Bögel gemacht, sondern von PSV oder so. Keine Ahnung, wie heißt die Firma. Also macht auf jeden Fall eine andere Firma, weil es ist ja auch ein Stahlturm. Genau. Ja. Dann geht es jetzt hier auf jeden Fall weiter. Viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Dann geht es gleich zu dem Riesenkrater da hinten. Und ich schaue mir mal an, was sie da hinten machen. Dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video beim Riesenkrater. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und dann haut rein und ciao.